Folge Nummer 31 von Avorion. Wie ihr seht, es gab ein Update. Hier gibt es auch Veränderungen an Hülle und Schilden, steht da schon. AI wurde auch gemacht. Es geht jetzt mit irgendwelchen Automaten, die Wurmlöcher von dem Xotan machen. Und alles wurde optimiert etc. und so fort. Da sind Sachen bei. Hier sieht man zum Beispiel Entwicklerkommentare bereits. Existierende Schiffe ändern sich. 27 Schilde weniger und Panzerung wird besser. Genauso wie Blöcke. In der Schadensreduktion von Integrationsfeldern 50 auf 75 erhöht, Lebenspunkte und Rüstungsblöcken von 15 auf 25 pro Volumen, Kosten von Schildgenerationen ist billiger geworden, erhöht, also teurer geworden, Schildpunkt von 70 auf 50 pro Volumen auch reduziert. Ist klar, was gibt's noch? Nix. Also später lesen nicht, sondern jetzt geht's, Veränderung von Hülle und Schilden Teil 2. Reduziert. Gründungskosten. Okay, da hat sich auch was getan. Zu guter Letzt wollen wir Rekursionssorten mehr Bedeutung zukommen lassen. Ja, neues Sort an Wurmlochgerät habe ich schon erzählt gerade eben. Ablenkzeit 10 Minuten, also kann man wieder reinspringen dann nach 10 Minuten. So, dann sind wir wieder drin. Wir hatten letztes Mal die Lady und Miner 1 gemacht. Jetzt sind wir bei einem weiteren Schiff und das war Reiter 1, was wir jetzt... Miner 3 wollten wir jetzt angucken, ne? Also das durch Torfliegen ist angesagt und Abbauen ist angesagt. Er baut noch an, aber da wollen wir jetzt den Miner 3 uns nochmal angucken. Schauen wir, dass wir Miner 3 finden. Der ist hier, dann gehen wir da mal hin. Ja, super, das hat ja gut geklappt, ne? Ja, meiner 3 ist der. Jetzt haben wir dem irgendwie einen Sprung gegeben, oder was? So, jetzt will ich aber in den Schiff in Sektor wechseln. So, meiner 3 wechseln. Gut, läuft. Gucken, wie groß das ist, was da drin ist und ob wir umbauen können. Wahrscheinlich nicht. Aber ich gehe auch von aus, dass das ein ganz kleines Schifflein ist, ne? Ja, das ist noch nichts Großes. Das ist. Dein Schiff in Sektor findet keine Asteroiden mehr. Nichts zu kombinieren. Okay, das ist schlecht. 434, 153. Kann ich da drauf springen? Nein. Kann ich hier drauf springen? Ja. Das ist meine 1. Was hat er jetzt für eine Aufgabe? Nichts zu raffinieren. Okay, das heißt, meiner 1 müssen wir uns auch angucken. Wir bleiben aber jetzt gerade erstmal bei meiner 3. Und gucken, was wir mit dem meiner 3 machen können. Erstmal schauen wir rein, was er hat. Er hat ein Bergbausystem, das ist schon mal gut. Was hat er für Waffen? Normale Waffen, das ist schlecht. Entschuldigung. Gut, das bedeutet, wir gucken, ob wir es umbauen können. Haben wir noch R-Geräte? Eisenbergbaugeschützturm. Einen. Aber einer ist besser wie gar nichts. Das ist ein Abwracker leider. So. Das bedeutet... Der kann definitiv weg und der kann auch weg. So, dann Eisenbergbaugeschützturm. Zack, kommt er erstmal drauf. Wir haben das Dingens, das Schiff ist ausgestattet, nur halt zu wenig Dingens. Zu wenig, das ist fest eingebaut, das auch. Haben wir noch ein Geschützding da rum? Ja, haben wir noch. Können wir auch reinbauen, können wir auch fest installieren. So, jetzt sind nicht mehr zwei Plätze, sondern vierer. Das ist schon mal gut. Wir haben aber zu wenig Energie jetzt. Das heißt, wir müssen da weiter ausbauen. Okay, das bedeutet, wir haben hier einen Akku und da ist der Generator, ne? Ja, den kopieren wir mal gerade und ergänzen den hier noch. So, ich glaube, jetzt haben wir genug... wieder. So, das ist ja ein ganz schickes Schiff eigentlich, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hier Frachtraum, ne?
Und das Frachtraum. Den könnten wir ja mal verändern, oder? Titanfrachtraum. So, 410er da. Und den würde ich jetzt gerne... Wo war das wieder? Warte mal, wir können erstmal die alle auswählen und Blöcke verschmelzen. Also macht er nur immer einen, oder was? Warte mal, das hier ist schon Titan und das ist nur Eisen, oder was? Wie kamen wir denn dahin, dass wir... Ansicht. Ne, ich will den einen zum anderen machen. Ganzes Schiff anpassen. Ne, will ich nicht. Ich möchte jetzt gerne ausgewählte Blöcke verschmelzen. So, das ist Eisenfrachtraum. Das ist auch Eisenfrachtraum. Wieso kann er die mit denen da nicht verschmelzen? Komisch. Der obere... Ach, warte mal. Ich sehe gerade, das ist... Sehr interessant. Jetzt hat er was verschmolzen. Kann er das auch? Nö. Das ist Eisen. Das ist auch Eisen. Die kann er doch bestimmt verschmelzen, oder? Nee, macht er auch nicht. Macht er nicht. Das funktioniert nicht. Wahrscheinlich der Bauart geschuldet, dass das nicht geht. Aber dann müsste er ja... Oh nee, ne? Einen Schritt bitte zurück. Titanfrachtraum. Das ist das ganze Ding unten drunter. So, Steuerung C, Steuerung V. Und das Ganze rotieren wir mal in diese Richtung und pappen das nochmal davor. Aber das Ganze hätte ich gerne in diesen. So, jetzt haben wir noch mehr davon. So, jetzt müsste ich das noch upgraden. Wie war das mit dem Upgraden? Blöcke auswählen. Verschmelzt es nicht, ist klar. Wahrscheinlich geht es aber auch nicht hier. Kann ich das jetzt verschmelzen? Nein, er mag es nicht. Gut, dann ist das so. Liegt's daran? Nee, ne? Nee. Ich weiß nicht, warum man das nicht mag. Mit Alt wird Block umgewandelt. Alles klar. Blöcke. So, jetzt haben wir Titan. Jetzt macht er mir das Zeichen wieder. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es weitergeht.
Weil er macht ja sowieso nur das. Also ich weiß nicht, wie ich das da hinkriegen soll. Das ist jetzt Titanfrachtraum geworden, glaube ich. Die verschmelzen wir jetzt. Hat er nur doppelt gemacht. Kann ich sie nochmal verschmelzen? Ja, das ging jetzt. Wahrscheinlich verschmelzt er nur Blöcke, die gleich groß sind. Ärgerlich, aber ist so. Egal. So, wie groß sind wir denn jetzt hier mit Frachtraum? Eins. 4 sozusagen. Ist das genug? Das ist die Frage. Rein theoretisch können wir noch viel größer bauen, oder? Ich denke, wir sollten noch ein bisschen was kopieren. So, das haben wir kopiert. Jetzt hat er alles kopiert, oder was? Ne, ich will das nicht mehr, dass er das macht. So. Jetzt das. Doch, wir machen das so. Steuerung C, Steuerung V. Macht er. Und macht er auch. Gut. Halte Alt und bewege den Maus über den Teil, den du anbauen möchtest, um den Wurzelblock zum Anbauen zu wählen. Okay. Das ist jetzt schon mal größer. Ingenieur brauchen wir, Mechaniker und auch noch Ingenieur. So, jetzt. Ist das soweit gut? Ich habe mehr Akku. Hab Platz für Ingenieure. Und es ist nicht die Beschleunigung richtig gut, sondern schlecht. Das bedeutet, wir machen das nochmal so, dass wir... Ne, das war schon so. Dann machen wir nochmal Steuerung C, Steuerung V. Und machen dann nochmal die da dran, ne? So, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung ist immer noch schlecht. Zeigt er immer noch gelb an, ne? Das sind halt kleine Dinger, die ich da gerade bastel, ne? Kann das sein? Jetzt haben wir auch nicht mehr genug Energie. Jetzt müssen wir einen Generator upgraden. Machen wir auf beiden Seiten allerdings. Langsam ist das nicht, schnell ist das nicht. Vielleicht hätten wir das besser anders gemacht. Ich glaube, wir entfernen die alle. Und bauen das nochmal. Warte mal, zwei tief wollte ich den machen. Nicht so viele. Das passt schon mal.
Dann in der Höhe. 3 hatten wir. Ist das 3? Das ist wohl 3. Jetzt brauchen wir noch die Breite. Jetzt basteln wir den da drunter. Zack. Und jetzt ist alles gut. Diese kleinen bringen also nichts. Aber nee, der ist ja auch noch doppelt so tief geworden. Okay, dann könnte das sein. So. Wir lassen den erstmal so. Gehen aus dem Baumenü raus. Und bauen wir erstmal ab. Da unten steht, dass fremdartige Schiffe kommen. Und da findet auch einer keine Asteroiden mehr. Der baut natürlich jetzt ewig ab. Das heißt, wir gucken erstmal nach einer Station. Handelsposten gibt es hier. Na super. Karte. Ressourcendepot. Da ist jetzt nicht so wirklich was, wo ich sagen würde, ich will da hin, ne? Allerdings waren wir da noch nicht. Lass uns doch mal hinfliegen. Ach so, ja, Ne, Karte, doch Karte weg war, das war weg. Wo müssen wir hin? Da unten müssen wir hin. Sehe nix. Aber ich bin wohl schon ausgerichtet. Springen wir hin. Und dann müssen wir hier hin. Da ist ja noch eine Koordinate, die wir besuchen können. Und wollen hoffen, dass wir da was Schönes finden. So. Was gibt's hier? Ein Bergbauschiff, super. Also nichts Besonderes hier. Ressourcen, Rentegraf, also das war alles jetzt nicht so, wo ich gesagt hätte, das ist für uns interessant, ne? Nicht zu raffinieren, okay. Gut, die Lady springt durch die Gegend. Er kann nichts abbauen und kann nichts raffinieren. Der Miner 1 müssen wir dann umsetzen. Wo ist er jetzt? Das ist der da hinten. Der hat hier tatsächlich einen Ausrüstungsdock. Schiff da reinwechseln. Das liegt daran, dass ich jetzt da in dem Ausrüstungsdock gerade gucken will, ob da neue Sachen sind. Wo ist das Ausrüstungsdock? Das ist das da gleichzeitig. Fliegen wir mal schnell hin. Ist irgendwo was zum Docken? Da. Traktorstahl mit F. Und dann rein. Wir sind hier falsch, oder? Das habe ich irgendwie falsch gesehen. Dahin ist das Ausrüstungsdock. Dann fliegen wir da natürlich hin. Das war das Ressourcendepot.
Schien wohl durch den Ding da durch. So. Da ist ein Dock. Okay, knapp vorbei. Ja. F geht nicht. So, Ausrüstung handeln. Erstmal hier gucken. Geschützkontrollsystem. Ist bewaffnete, unbewaffnete Slots. Bewaffnete, unbewaffnete Slots plus 3. Kaufen wir. Energie nach Schildkonverter. Geschützkontrollsystem gibt es auch noch. Generator, Quantum, Radar. Ne, ich denke so nix. Dann das. Doppel-Savage, Eisenbergbau. Hier ist leider nichts mit R. Das heißt, das war's hier. So. Aber er konnte hier jetzt nichts mehr abbauen, ne? Da sind Asteroiden. Steig mal aus. So. Meine 1. Flieg mal nach da. Zum Tor dahin und dann ist er weg. So. Ihn hier haben wir immer noch. Meiner 3 war mal so, nicht der. So, das heißt, spreng du mal dahin. Dann spreng dahin. Dann spreng dahin. Ressourcendepot. Körperpanzerung. Schrottplatz. Wo geht denn die Reise hin, da? Ich glaube ja, das kennen wir auch noch nicht. Kann er erstmal da gucken fahren, der ist beschäftigt. Meine 1 ist jetzt hier, da war nix. Da waren wir gerade. Da ist nix. Lass uns mal da hochfliegen und da hochfliegen. Da geht's nicht hin. Aber dann hat er auch was zu tun. Gucken, ob wir da irgendwo noch was finden. Hier gibt's kein Ressourcendepot, da auch nicht. Vielleicht gibt's da eins. Gut, aber ich sehe, die Folge ist schon eine ganze Ecke weiter. Wir müssen da mal schauen, was macht die Lady. Lady arbeitet wohl noch. Springt gerade hin, um Asteroiden abzubauen und so weiter und so fort. Wer weiß, 469, 150. Wer ist da? Oh. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Weiter 1. Discover ist durch die Gegend gesprungen und macht nichts mehr. Hier haben wir einen Sprung. Der springt. Und er macht nichts mehr.
Okay, ich sag mal, wir machen das in der nächsten Runde weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Gerne Kommentare schreiben, gerne das Video teilen, gerne ein Abo machen, gerne auch ein Like geben. Und ja, dieses Schiff hier, da habe ich glaube eben was gemacht, was nicht so richtig ist, der Reiter 1. Ich glaube, der ist irgendwo vom Kurs abgekommen, weil ich da irgendwie was falsch geklickt habe, aus Versehen. Okay, naja, wir schauen in der nächsten Folge hier wieder rein. Alles klar, bis dann. Ciao.